Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play RimWorld. So Leute, endlich konnte ich eure Kommentare lesen, zumindest bis Folge 1 von Staffel 2. Ich hatte wirklich bis dahin alles so mehr oder weniger in einem Rutsch aufgenommen, weil ich einfach nicht erwarten konnte, unbedingt weiterzuspielen und so. Und es freut mich auf jeden Fall bisher, dass das Spiel doch sehr gut bei euch ankommt. Das ist super, gerade weil es mir ja auch super viel Spaß macht. So, das Gute ist aber, ihr hattet ja schon sehr viel geschrieben und das kann ich jetzt alles ein bisschen mit einfließen lassen. Hattet viele Tipps gegeben und so. Und ein bisschen was habe ich ja aber auch so schon ein bisschen gecheckt. Wie zum Beispiel mit dem Hund, ne? Beziehungsweise mit dem Wolf, dass der halt kein Holzbett braucht, sondern einfach so ein normales Bett, wo er sich frei entfalten kann sozusagen, damit er wieder geheilt wird und so weiter. Genauso hat jemand gemeint, ich soll hier mal ein bisschen aufpassen. Weil wenn ich das hier abbaue, komplett kann es sein, dass ein bisschen was einstürzt irgendwie. Und dann, ne, Stein auf Kopf ist gleich tot. Zumindest wenn das irgendwie so eine Tonne ist, ich weiß es nicht. Weswegen ich hier mal ein bisschen weniger mache. Aber mal gucken, ob das hier gut funktioniert mit dem Plan. Ne, wenn wir so eine Schussschneise machen. Und ich muss jetzt ganz schnell auf Forschung gehen. Super schnell auf Forschung gehen, das wäre super wichtig. Hier können wir auch schon mal... Ach, da habe ich sogar schon einen Auftrag gegeben, so wie es aussieht. Ach ja, Leute, bevor ich es vergesse, wir müssen die Leute mal benennen. Ich werde jetzt, glaube ich, gar nicht großartig auf die Werte schauen. Wir machen hieraus einfach mal den Beam. Das ist glaube ich, der, den wir letzte Folge überzeugt haben, uns beizutreten. Das war ein Gefangener gewesen. Also entweder Jesse oder Lilly, ich weiß es nicht mehr. Die letzte Aufnahme ist ein bisschen her, ein paar Tage. Ich habe aber auch so privat ein bisschen nebenher gespielt. Also ich denke trotzdem, Step by Step werde ich hier langsam besser. Und ich finde es auch schön, wie viele von euch jetzt das Spiel auch zocken. Machen wir einfach mal Kali. Und vielleicht sogar sich das geholt haben, weil sie es bei mir gesehen haben und so weiter. Und genau die gleichen Probleme haben bei dem Spiel wie ich auch, aber auch genauso viel Spaß haben. Ne? Und immer dieses Prinzip, ich habe was falsch gemacht, ich muss wieder neu anfangen und so. Aber das macht halt auch Bock irgendwie, ne? Und es das nächste Mal besser zu machen. Wobei ich diesmal mir auf jeden Fall... Ist das unsere Panda? Nee, ich glaube, das hat nichts mit uns zu tun, ne? Das hat nichts mit uns. Übrigens hat auch einer geschrieben, super guter Tipp gewesen, wir sollen Wildschweine ganz viele zähmen. Weil Wildschweine, ich mach mal ein bisschen schnell. Neuer Rekrut! Yes, Leute, wir haben jetzt noch den anderen Gefangenen bekommen. Richtig genial. Jetzt sind wir schon 7 Leute. Okay, jetzt muss ich ganz schnell hier ausbauen. Erstmal zu dem Tipp. Und zwar hat jemand geschrieben, dass Wildschweine auch tragen können. Und das ist nämlich hier auch der Fall. Ich kann bei Wildschweinen... skillen, dass die transportieren können und dann können die nämlich mittransportieren, was super wäre. Dann lasse ich das erstmal in dem Tiergebiet hier, bis das trainiert ist und im Anschluss würde ich dann sagen, es kann unbegrenzt rumrennen oder halt Heimatgebiet, müssen wir da mal gucken und dann kann das nämlich mit Sachen tragen. Ne? Und genauso bei dem Hund müsste das eigentlich ein Auftrag sein, der müsste weiterhin trainiert werden. Das müsste eigentlich passen. So gut Leute, dann lasst erstmal nochmal wegen Kit gucken. Ich würde ihn erstmal noch schnell umbenennen und dann machen wir wieder. Können an sich jetzt auch. Nee, ist eine untätig. Das wollen wir nicht. Dann machen wir erstmal langsam. Ach, herrje. Also, super gute Medizin. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen guten Arzt und ein sehr guter Forscher. Okay, also er ist nicht nutzlos, der Kollege. Aber ansonsten macht er halt echt gar nichts, ne? Weiblich. Boah, ich habe keinen Plan, wie ich jetzt die nennen soll. Ich finde eigentlich Kit schon ganz witzig, den Namen. Ich lasse das mal Kit, vielleicht fällt mir noch irgendwas ein. Ihr könnt mir auch gerne Vorschläge posten, in der Hoffnung, dass er noch nicht gestorben ist, wenn ich das lese und dann kann ich ihn noch umbenennen oder so. Müssen wir einfach mal gucken. Ich lasse es erstmal so. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, so gut. Dann machen wir einfach mal Forschung bei dir auf 1 und da baue ich jetzt aber sofort, das könnt ihr aber wissen, sobald ich den Platz habe, einen Forschungstisch und dann gucken wir erstmal, dass wir auf Turrets kommen, ne? Also diese automatischen... Ja, wie merke ich das, Leute? Ihr wisst schon, was ich meine. Die automatischen Geschütze. So gut. Arzt machen wir dich auf jeden Fall auf 1. Dann können wir hier, denke ich, ein bisschen nach oben machen. Wenn er verletzt ist, können wir das ja hier umstellen. Das ist ja kein Problem. Deswegen würde ich sagen, er macht erstmal jetzt immer den Arzt. Und euch mache ich erstmal nur auf die... Ja, den kann ich es auch ganz weg machen erstmal. Was hast du hier, Kali? Auch eine 4. Mache ich auch erstmal weg. So, müssen wir dran denken, wenn er verletzt ist, dass wir das wieder umstellen. So, welcher ist denn gerade untätig? Kit ist untätig. Ja, weil er kann halt nicht viel. Wir müssen ganz schnell einen Forschungstisch jetzt bauen. Da hätte ich aber gern das noch schnell weggetragen dafür, wisst ihr? Bevor ich das mache. So, Tierpfleger, hast du eine 4? Das ist uninteressant. Jäger kannst du, glaube ich, auch nicht gut. Mach mal auch weg. Also, der wird wirklich nur forschen die ganze Zeit. Und das war es dann auch schon gewesen. So, gut. Ich mache wieder schnell. Wir müssen einfach jetzt hier möglichst schnell abbauen. Und dann können wir ein Forschungslicht bauen, dann können wir mit forschen dann. Ah, das habe ich glaube ich... habe ich noch nicht einen Auftrag gegeben. Dann go. So.
Vorratskapsel. Was ist das denn? Mais. Ah, cool. Hatte ich noch nie. Ich habe halt noch nie Mais angebaut oder so. Und es ist übrigens nicht unwahrscheinlich, dass uns irgendwann hier die Felder wieder weggebrannt werden. Also, das kann gut passieren. Muss man einfach mal gucken. Boah, es ist so genial, wie die abgehen hier. Also, wie gesagt, ich habe ja nebenher jetzt auch noch ein paar Runden gezockt. Ich habe wirklich richtig Glück gehabt hier mit dem Starter-Team. Also mit Baxi, Kreta, Maulwurf. Und die sind super fähig. Ich habe teilweise dann bei anderen Partien 20 Minuten rumgewürfelt. Und ist nichts bei rumgekommen. So, oder halt, also nicht ansatzweise so gut, wie was wir hier haben. So, das bauen wir auch gleich mal noch mit ab hier. Und ich würde dann auch sehr schnell die Räume dann größer machen. Aber als erstes machen wir Kasua-Zahn. Was ist denn das für ein Vieh? Also ein Vogel, alles klar. Können wir wegmachen, können wir wegmachen. Weil die Chance war nur 1,6% gewesen. Und ey, Beam hat erfolgreich Kit angeworfen. Babam. So muss das. So, dann würde ich ganz gerne mal hier Lampen reinhauen. Stehlampe. Schnupp, schnupp. Und Forschungsflüche hätte ich jetzt sehr, 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 sehr gerne. So, ich kann trotzdem schnell machen, denke ich gerade. Wir müssen noch gucken, dass wir vielleicht jetzt auch mal Kräuter anbauen. Machen wir das schon zufällig? Hier sind Kartoffeln. Ja, ich glaube, hier unten können wir mal Kräuter anbauen. Moment, Zone. Anbauzone. Wie hoch ist denn hier? Moment, ich muss mal eben gucken. Fruchtbarkeit 100%. Das ist okay, weil das sah irgendwie deutlich weniger aus. Also, bam. So hier. Jetzt hat er sogar zwei hier draus gemacht. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Und Heilwurzel. Und hier hätte ich gerne auch Heilwurzel. So, wir müssen aber ganz schnell gucken, dass wir hier in der Höhle anbauen können. Das wäre super, super wichtig. Und irgendjemand hat eine Lebensmittelvergiftung oder so. Zumindest kotzt hier einer die ganze Zeit rum, so wie es aussieht. So, dann Produktion. Einfacher Labortisch. Machen wir aus Holz, wenn es möglich ist. Haben wir noch Holz? Wir haben noch Holz da. Wunderbar. Schnupp. Störung, Herdfeuer. Okay, da müsste sich mal einer drum kümmern. Beam, kannst du das machen? Ersetzdefekte Bauteile, Herd. Okay, mach mal bitte. Jo, Alter, der Beam, der geht ab. Nee, Spaß, Leute. Aber es ist nicht ganz nutzlos auf jeden Fall. So gut, Forschungstisch ist fertig, Arbeit, das ist schon eingestellt. Dann gehen wir jetzt mal auf Forschung. Und wir gehen jetzt wirklich instant, so schnell wie möglich, auf automatische Geschütze. Und dafür brauchen wir Grundlagen Mikroelektronik. Und Mikroelektronik haben wir hier. Wird ein bisschen dauern, aber wir müssen so schnell wie möglich auf die Turrets kommen irgendwie. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir dann weitermachen. So, einer ist immer noch untätig, ja, das ist Kit. Ah, der müsste jetzt eigentlich mit Forschung bald anfangen. Genau, so habe ich mir das vorgestellt. So und nicht anders. So, hier liegen noch Leichen rum, ey. Das ist irgendwie nicht so cool. Die Gräber sind schon alle voll. Hier mal ein Affe, den können wir mal noch jagen. Dann gucke ich jetzt mal divers. Es ist so krass, ey, wie man halt trotzdem nicht hinterherkommt. Ich mache schon echt langsam eigentlich. So, ich hätte es aber gerne so rum. Bam, bam, bam. Bam. Ich mache gleich mal ein paar mehr Gräber, Leute. Machen gleich mal ein paar mehr. So, ich denke, das dürfte erstmal passen. So, okay. Strom haben wir hier. Kräuter habe ich auch gemacht. Dann müssen wir hier erstmal wieder Wände setzen. Und ich würde auch sehr schnell dann gerne die Zimmer größer machen. Beziehungsweise. Wir haben schon. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Zimmer. Also, wir brauchen noch welche auf jeden Fall. Ist jetzt die Frage, ob wir das hier machen wollen. Irgendwie gegenüber. Das mit den Lampen ist jetzt nicht so ideal gelöst, muss ich sagen. Ich mache erstmal hier den Gang ein bisschen breiter. Machen wir mal so, wobei da würde ich wieder abbrechen. So. Okay, dann hätte ich gerne hier Zimmer. Ich glaube, die Lampen werde ich dann wieder umstellen oder so. Ich mag das eigentlich schon ganz gern, wenn das so gegenüber ist. Das würde mir irgendwie immer besser gefallen. Machen wir es mal so hier. Moment, das ist Unsinn, was ich hier mache. So hier muss ich machen eigentlich. Ich mache wieder schnell. Ah, das müsste jetzt eigentlich relativ schnell gehen. Also die sind super fähig, die Leute, die wir hier haben. So, dann brauchen wir hier Strukturen. Machen wir mal Holzwände, das ist okay. So. Und dann heißt es jetzt erstmal chillen und zugucken. So, wenn das dann abgebaut ist, würde ich dann hier den Rest noch weiter abbauen. Und hier die Wand können wir an sich dann schon mal weiterziehen. Und wir sollten hier auch möglichst schnell Stahl draus machen. Stahl haben wir eigentlich schon ziemlich viel. Ich glaube, das mache ich jetzt gleich, Leute. Also, Befehle. Abreisen. Und was ich mir auch überlegt habe, wir könnten hier so ein paar Panic Rooms einrichten, wo wir dann die Nahkämpfer reinstellen mit einer Tür, wisst ihr? Also, wenn dann die Gegner kommen, hier haben wir die Linie, wo die Leute mit Fernkampfwaffen stehen.
Und dann hier irgendwie in den Räumen, vielleicht so ein, zwei Räume oder so, wo wir dann die mit den Nahkampfwaffen reintun. Ne? Und wenn dann die Gegner angreifen und sagen wir mal hier auf dieser Linie sind, könnten wir dann schnell raus und angreifen oder so. Müssen wir mal gucken. Das wäre vielleicht eine Idee. So, okay, Stallwand bitte. Schnupp. Das ziehen wir jetzt erstmal, machen wir bis hierhin, muss ich vorschlagen. Bam. Können wir an sich hier auch schon draus machen, wenn wir wollen. Wollen wir das? Wollen wir das? Wollen wir das? Ich mach's einfach mal. So hier. Und eine Stalltür bitte. So, und hier hätte ich gerne auch noch Stallwände. Okay, alles klar, wir ein bisschen schneller bitte. Dann Befehle abbauen. Machen wir erstmal das hier weg. Oh, es ist so schön, wie schnell das geht. Das ist ein Wildschwein, das brauchen wir für den Transport. 10 bitte. Alter, was hier an Leichen liegt, das ist der Wahnsinn. Aber wir hatten ja auch letzte Folge, am Ende hatten wir noch ziemlich krassen Angriff gehabt. Ne? Deswegen ist das wahrscheinlich so. Und hier muss ich auch noch komplett zubauen. Das habe ich auch noch nicht gemacht. So. Dann hier bitte schon mal eine Tür. Also langsam aber sicher nimmt das Form an. Ne? Und wir kommen auch wirklich deutlich schneller voran als in der ersten Staffel. Habe ich so bisher das Gefühl zumindest. Abbrechen bitte. Das hier können wir auch nochmal mitnehmen. Ach ja, und Regale müssen wir bauen. Brauchen unbedingt Regale. So, die Lampe würde ich mal neu installieren. Machen wir mal hier hin. Und ich wollte auch nochmal gucken, haben wir noch irgendeinen, der noch gut im Forschen ist, weil Forschen könnte es sich auch lohnen, dass Zweie das machen, parallel, das stackt nämlich. Das heißt, das geht dann, wenn Zweie irgendwie gut im Forschen sind, geht es fast doppelt so schnell. Aber so wie es aussieht, naja, Baxi könnte noch ein bisschen, das lohnt sich nicht. Nee, dann lohnt sich das nicht. So gut, also was können wir denn noch machen? Schneider können wir noch machen. Schlachttisch. Übrigens wurde mir auch empfohlen, ich soll lieber einen elektrischen Herd machen. Ich denke, den Strom hätten wir dafür, oder? Ich mach mal einen elektrischen Herd, Leute. Aber den würde ich gerne gleich hier mit austauschen. Abreißen. So, MP kümmert sich drum. Wunderbar, so stelle ich mir das vor. Und jetzt, elektrischer Herd. Umdrehen bitte, machen wir hier hin. Und hier, das muss ich glaube ich auch mal austauschen mit Stahl dann bei Gelegenheit, weil das sehr schnell hier anfangen kann, wie die Stromkabel, dass die explodieren oder so. Und dann gibt es hier Feuer und das ist alles aus Holz. Das ist eigentlich nicht so günstig. Das müssen wir dann auf jeden Fall noch machen. So, Möbel, Holz. Und wir müssen dann gucken, dass wir bald wieder Holz abbauen, ey. Mach's mal so hier. Und Holz hier machen wir auch gleich noch ein. Dann können wir es eigentlich gleich schon mal schön machen. Überall ein bisschen schöner machen. Da geht ja auf jeden Fall noch ein bisschen was. Machen wir erstmal Blumentöpfe. Bam, bam, bam. Mache ich auch schon mal welche rein. Kann ich auch schon mal welche rein machen. Dann, Händler kommt vorbei. Okay, habe ich kein Problem. Wir müssen vor allem gucken wegen Medizin, dass wir da irgendwie noch was reinkriegen. Jetzt machen wir überall mal einen Holztisch rein. Weil das echt jetzt schon ganz schön teuer ist, ne, so ein Holztisch. So. Also müssen wir halt jetzt dann gleich noch ein bisschen was abbauen. Ich kann es jetzt nicht ändern. Immer noch. Dann so. Das war das richtig rum? Ja, das ist richtig rum, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ist eigentlich irgendjemand noch zusammen? War da nicht irgendwas gewesen mit Maulwurfen? Warte mal eben. Geliebte! Greta! Da müssen wir nämlich ein Doppelbett bauen für die beiden. Das mögen die dann. Moment, das müssen wir mal ganz schnell machen. Königlich, nee, Doppelbett, ganz normal Holz, bitte. Mache ich auch mal so hier. Weil ich glaube, wenn man das so hier baut, kommt dann der Arzt nicht ordentlich ran. Wenn man so hier baut, würde rechts unten der Arzt nicht rankommen. An der rechts schnell. Kann doch sein, dass ich mich irre. Ich weiß es nicht. So, okay, machen wir ein bisschen schneller. Und wir brauchen Bäume. Wie so ein scheiß gruseliges Gewitter, ey. Befehle, Holzhacken. Machen wir hier erstmal alles weg. So. Ich glaube, es könnte sich auch wirklich lohnen, so langsam da mal irgendwo Bäume anzupflanzen. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so dumm. Ich glaube, ich gebe das mal eben in Auftrag. Ich weiß noch nicht, welche Bäume da gut sind. Ich weiß nicht, welcher Baum schnell wächst und ich habe jetzt eigentlich auch keine Lust nachzugucken, weil das dauert übelst lange. Zone, Anbauzone, ich baue einfach mal hier irgendwie ein paar Bäume hin. Und mal hier irgendwie. So, wobei das wirklich ganz schön weit weg ist. Nee, halt. Wo wollen wir das denn machen? Oder wir machen das dann in der Höhle, sobald wir das erforscht haben. Das ist auch eine Variante. Machen wir lieber so. So gut, dann hier weitermachen, bitte. Ich überlege nur, wir könnten natürlich auch hier zubauen, dann wäre der Gang hier dünner. Also wenn wir hier irgendwie eine Stallwand nach oben ziehen, wisst ihr, wie ich es meine? Das wäre auch eine Idee. Ich baue es erstmal ab. Ich baue das erstmal alles ab hier. Dann Strukturen.
Stark, ich bin mal auf den nächsten Angriff dann gespannt. Schon. So. So. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Wir könnten auch hier so machen. Und dann vielleicht hier wie so eine Linie lang ziehen. Das ist ja auch eine Variante, damit die Einzelnen da durchkommen oder so. Ja, das überlege ich mir noch, Leute. Das weiß ich jetzt noch nicht. Nee, das bitte abbrechen. Das muss ich mir noch überlegen. So, ein Kolonne ist untätig. Ich würde mal denken, dass das Kit ist, oder? Nee, der Beam. Der Beam hat nichts zu tun. Okay, Moment, Arbeit. Beam, 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 Beam. Mache ich mal hier alles auf 4, damit er irgendwas macht. Okay, machen wir das mal so hier. Mal gucken, ob er jetzt irgendwas zu tun hat. Ey, sonst mache ich mit ihm halt Bergbau. Er ist zwar super langsam, aber besser als wenn er irgendwie mal dumm rumsitzt oder so. Okay, machen wir es so hier. So, okay, das Bett ist fertig. Oh, das Gewitter ist so gruselig, ey. Wähle Besitzer. Einmal, einerseits hätte ich gerne Maulwurfen. Und Kreta. So, okay. Überfall. Alles klar. Sehr, sehr schicke Frisur auf jeden Fall. Und die haben jetzt auch schon, was hatten die? Das ist ein Scharfschütze, Alter. Der hat einen Sniper. Okay. Na gut, dann müssen wir mal gucken. Dann müssen wir mal schauen. Turrets und so, das dauert leider noch ein kleines bisschen. Das Problem ist, ich hoffe nur, der Sniper kann nicht von hier rüber schießen. Das wäre ziemlich krass. Ich hoffe es einfach mal nicht. So, okay, Leute. Ich schau mal eben, ob ich noch irgendwelche bewaffnen kann. Baxi hat noch gar keine Waffen gerade. Ich würde mal noch ganz schnell mit dem Händler reden. Wartet mal eben. Schnupp. So, Medizin kann ich gebrauchen. Artilleriegeschoss, Bauteile. Ich glaube, das ist, nee, kann ich nicht kaufen. Truthahn, Eisbär. Wir könnten Eisbär holen. Pistole normal. Nee, kann ich auch nicht holen. Bier. Das mache ich dann lieber selber. Nö, das passt so. So, okay. Alles klar, Leute. Ich würde mal eben, greifen die jetzt schon an eigentlich oder chillen die noch? Die chillen noch. Gut, dann warte ich mal noch ein bisschen und währenddessen würde ich mal ganz gerne noch Holzregale, hätte ich gerne. Mach mal aus Stahl. Echt, kann man die nicht aus Holz? Ah, weil wir kein Holz haben momentan, deswegen. Okay, alles klar. Ich weiß es nicht, wollen wir das hier in den Gang reinbauen irgendwie? Wäre ja eigentlich eine Variante, wir können es auch hier oben reinsetzen. Ich mache einfach hier so eine Linie irgendwie. Mach mal hier ein bisschen, dann hier. Hier wahrscheinlich nicht, weil da würde ich dann was anderes reinsetzen. So hier, das würde noch ganz gut aussehen. Und hier genauso so. Und das hier werde ich wieder abbrechen. So. Und die sind immer automatisch so eingestellt, dass die da Waffen reintun. Ist aber für die Übersicht gar nicht so schlecht. An sich könnte man einfach eine Lagerzone machen und da einstellen, dass da noch Waffen reingehen. Aber egal. So, okay. Und die Leute wollte ich dann ausrüsten. Hier haben wir auch Granaten. Ah, da bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher. Ich habe Angst, dass wir uns dann wieder selber treffen damit oder so. Keine Ahnung. So, Baxi. Ja, ich würde trotzdem irgendeine Fernkampfwaffe. Hier, ich gebe dir mal das Überlebensgewehr. Kreta, du kriegst von mir die Pistole. Ist, glaube ich, besser als so ein Bogen, würde ich mal schätzen. Maulwurfen hat schon was. Ist das eine Schrotflinte? Der hat eine Schrotflinte. Na gut, dann behalte die mal. Impi hat Nahkampf 8. Du kriegst von mir das Messer. Kali kann gar nichts. Sie kann weiterarbeiten. Du genauso. Und du genauso. Okay, das passt eigentlich so. Ich könnte natürlich auch im Impi hier die Keule geben. Wobei ich aber glaube, eine Keule ist langsamer als ein Messer. Nahkampfabklingzeit 3,24 Sekunden und ein Messer ist, macht genauso viel Schaden, ist aber deutlich schneller, glaube ich. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Inventar. 8 Schaden und guckt hier, das ist doppelt so schnell. Ne? Also ein Messer macht mehr Sinn, was das angeht. So gut, das müssen wir jetzt im Auge behalten hier. Das könnte interessant werden. Ich hätte natürlich nichts dagegen, noch mehr Leute in meine Kolonie zu bekommen. Hätte ich nichts dagegen. Jetzt haben wir eigentlich neue Tiere bekommen. Ah, wir haben noch ein Wildschwein. Sehr gut, dann können wir wieder trainieren auf Transport. So, die greifen jetzt an. Alles klar, dann stopp. So gut, also. Baxi. Gehst hier hin. Kreta. Gehst hier hin. Maulwurfen. Gehst hier hin. Impi. Stellen wir in den Raum rein. Kali. So, und das war's schon gewesen. Die restlichen Leute können weiterarbeiten. Ich hoffe nur, dass sie jetzt nicht draußen rumrennen. Ach du Scheiße, Maulwurfen ist ja im Arsch der Welt. Ich weiß gar nicht, die Händler könnten mit ein bisschen Glück sogar gegen die jetzt kämpfen. Da müssen wir uns aber aufpassen, dass wir die nicht anschießen. Fraktion.
Ich weiß jetzt nicht, welche Fraktion ist denn das hier? Da muss ich jetzt nachgucken. Ah, die verpissen sich jetzt sowieso. Auch genau in dem Moment. Die hätten uns bestimmt geholfen. Rasthof am Kamm ist das. Und das ist, wie heißen die? Die müssen doch auch einen Namen haben. Söldnerschütze, weibliche Entführer? Der Entführer, ach so heißen die oder was? Okay, alles klar. So, Moment, Fraktion. Jo, Rasthof am Kamm ist verfeindet mit Gegner von Entführer. Also ist Gegner von Entführer sozusagen. Ja, vielleicht schießt der noch drauf. Nee, die verpissen sich. Oh, das sind ein paar Feiglinge. So, geht los, Leute. Hallo, ich kill ihn. Auf jeden Fall, aber wisst ihr, was wir machen müssen? Ganz schnell, wir müssen das hier wegräumen. Den ganzen Müll, Alter. Weil wir können die Deckung nehmen. Oh shit, kann der jetzt da Deckung nehmen? Nee. Die Reichweite von Sniper ist nicht gut genug, wie es aussieht. Das funktioniert erstmal ganz gut hier. Oh nein, die zünden mein Feld an schon wieder. Wir könnten nach vorne stürmen, weil das würde ich gerne verhindern. Die Ernte ist super gerade. Ich glaube, ich stürme nach vorne. Wie ist denn die Reichweite? Ihr könnt sogar noch schießen. Du kannst dann auch noch schießen. Nicht mehr. Okay, ich gehe jetzt nach vorne, Leute. Ah, das Problem ist, dass dann wir wieder von allen getroffen werden, ne? Okay, da gehen wir hier hin. Okay, ich stürme jetzt mit allen nach vorne, Leute. Nahkampf angreifen. So, ihr hört bitte auf. So, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren. Kurz konzentrieren, nicht konzentrieren. So, Moment. So. Und Impi, du gehst mit dir hin. Das wird eklig. Impi, Nahkampf angreifen. Ich glaube, der war nicht so gut im Nahkampf gewesen, oder? Nee, war er nicht. So, und ihr geht alle auf den hier. Außer Reichweite. Achso, wegen der Schrodi, deswegen. Geh hier hin. Ah, wir müssen die ja trotzdem wieder alle auf eine Linie bringen, wisst ihr, weil sonst schießen die sich wieder gegenseitig alle ab. Da habe ich keinen Bock drauf. So, okay, Kreta, du ballerst jetzt auch hier drauf, bitte. Okay, das sieht gut aus. Bugs, du gehst hier hin, du gehst hier hin. Kali, du gehst hier hin. So, und jetzt alles hier drauf, bitte. Aber so können wir unser Feld vielleicht noch retten, Leute. Darum geht's. Schnell! Nice! Nice! Gleichzeitig! Bam! So habe ich es mir vorgestellt. So, jetzt konzentrieren. Also, einerseits wollen wir, ja, die Waffen kommen erstmal hier. So, machen wir ein bisschen Sniper. Die ist zwar schäbig, aber besser als nichts, würde ich mal sagen. Als erstes wollen wir das Feld, das Feuer ausmachen. Ich guck mal eben, ob die Zonen korrekt eingestellt sind. Falls ja, machen die das automatisch. Ne, ist nicht richtig eingestellt. Machen wir mal so hier. Ich kann den, glaube ich, auch auftragen, dass die das... Moment, mach's mal so hier. Durch Feuer. Ah, erfolgt bereits. Alles klar. So, dann machen wir mal ganz schnell ein Gefängnis. Machen wir wieder den schönsten Raum. Das müsste eigentlich immer noch der hier sein, Gefangene. Und Kreta, du bringst bitte... Oh, hier ist noch ein Affe. Tod, verdirbt in weniger als einem Tag. Den könnte man auch schnell nach Hause bringen. Baxi, du bringst mal bitte... Ich glaube, war der gut gewesen? Geht so. Schlecht ist er nicht.